Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Infovideo hier auf unserem Kanal. Und nach einer kurzen Pause geht's ja jetzt wieder weiter. Letzte Woche kam kein Infovideo. Ich dachte, kein Problem, ich habe es ja auch angekündigt. Aber ich wurde von so vielen Leuten darauf angesprochen. Ich wurde privat angeschrieben. Ich wurde sogar von Freunden im echten Leben darauf angesprochen, wo denn das Infovideo bleibt. Letzte Woche gab es wieder wenn keins. Dafür gibt es diese Woche so viel anzukündigen. Es gibt diverse Livestreams und wir werden alles anders machen, so ungefähr. Aber eins nach dem anderen. Ich habe YouTube-Urlaub, deswegen kann ich auch so viel machen. Ich habe mir wirklich Urlaub genommen, sowohl vom privaten als auch vom beruflichen, damit ich euch Videos aufnehmen kann und eben Livestreams veranstalten kann. Es gibt nämlich Crusader Kings 3, wird released nächste Woche, Iron Harvest wird released und der Minecraft-Server geht online. Das sind jeweils Dinge, wo ich durchaus ein bisschen Zeit rein investieren muss. Also sowohl zu Crusader Kings als auch Iron Harvest gibt es Livestreams, dazu später aber mehr. Und der Minecraft-Server muss natürlich auch noch installiert werden, der Discord muss eingerichtet werden und so weiter. Also gibt es auf jeden Fall einiges. Das Video ist heute deswegen sehr interessant, weil ich eben euch da erkläre, wie das jetzt weitergeht die nächsten Tage mit Livestreams. Und es gibt ein neues Tool, mit dem ich den Discord analysieren kann. Und da gibt es wirklich sehr, sehr interessante Statistiken, die durchaus wirklich hochgradig relevant sind, für mich zumindest. Und die werden wir uns heute auch noch anschauen. Und dann werden wir uns anschauen, ob unser Discord vielleicht sogar gepartnert werden kann. Aber gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt direkt zu den Livestreams. Natürlich habe ich mir mal wieder die Kommentare vom letzten Infovideo durchgelesen, ist ja jetzt eine Weile her, aber ich habe ja gefragt, welche Spiele soll ich spielen, und ein Spiel wurde so unfassbar oft genannt, ich wurde auch angeschrieben, und das war Star Wars Empire at War, mein erstes Strategiespiel für den PC. Und ich habe das Spiel sogar auf Steam, ich habe es hier auch noch physisch rumliegen, aber ich habe kein CD-Laufwerk, aber gut, ich habe es ja auf Steam, also müsste es passen. Ich werde auf jeden Fall mal Star Wars Empire at War streamen. Aktuell habe ich nur so viele offene Projekte, dass es wahrscheinlich keinen Sinn macht, es jetzt zu machen. Aber wenn mal alles ein bisschen ruhiger wird, will ich auf jeden Fall mal einen Stream damit verbringen. Ich habe mir generell vorgenommen, einfach mal so ein bisschen random Stream zu machen. Habe jetzt in Zukunft auch ein bisschen mehr Zeit. Und ich denke mal, Star Wars Empire at War wird definitiv das erste Spiel sein. Weiterhin gab es ein paar Fragen zum Discord, ob ich denn 1000 Discord-Mitglieder dieses Jahr noch für realistisch halte. Ich glaube nicht so ganz dran, dass das was wird, aber wir werden uns später die Statistiken anschauen. Wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Dann wurde noch gefordert, dass man ja Total War Troy spielen könnte. Yannick hat es angespielt und er mochte es nicht. Vermutlich gibt es jetzt ein anderes Total War. Wir sind da aber aktuell noch so ein bisschen am Diskutieren, was denn am sinnvollsten wäre. Und ja, es wird auch immer wieder gefragt, warum man eigentlich Teamspeak und nicht Discord verwendet. Das liegt einfach an der Soundqualität, die beim Teamspeak besser ist. Und noch ein paar Sachen, die bei den Rechten ein bisschen einfacher waren. Allerdings haben wir auch ein bisschen rumexperimentiert, Events auf dem Discord zu veranstalten. Das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert, solange eben der Server geboostet ist. Es muss sich also immer irgendjemand finden, der 10 Euro im Monat spendet. Dann könnte man sich überlegen, ob man komplett auf Discord umswitcht. Aber ja, jetzt aktuell sind die Projekte alle noch auf dem Teamspeak. Aktuell sind 4 Livestreams geplant, und zwar ein Rouge-Livestream am Sonntag. Dort spielen wir mit einer Mod. Ich werde vermutlich am Mittag noch ein Installationstutorial machen, dem ich erkläre, wie man die Mod installiert und wie das alles funktioniert. Und dann werden wir abends ein bisschen streamen. Das wiederum funktioniert natürlich nur, wenn meine Hand das mitmacht, aber ich denke mal, Rouge sollte funktionieren. Da brauchen wir ja eigentlich nur primär die Maus. Ich spiele eh nicht mit Shortcuts. Am Montag wird es einen Crusader Kings 3 Livestream geben. Ich glaube, um 16 Uhr war es. Kommt auf jeden Fall auf den Discord, dann werdet ihr es mitbekommen, wenn ein Livestream stattfindet, auch am Sonntag Rouge. Vermutlich wird es um 18 Uhr sein, kann auch sein, es wird 19 Uhr. Ihr könnt im Zweifelsfall auch immer auf dem Kanal nachschauen, aber auf dem Discord seid ihr auf jeden Fall sicher. Am Dienstag gibt es dann Iron Harvest, wahrscheinlich schon mittags. Da fällt das Embargo nämlich morgens um 9. Und jetzt ist die Frage, interessiert sich jemand so sehr für das Spiel, dass er einen Livestream morgens um 9 angucken würde? Ich kann morgen zum 9 streamen, aber wird wahrscheinlich niemand interessieren. Deswegen gibt es da den Livestream wahrscheinlich mittags. Und dann am Freitag um 18 Uhr wird das HUI-Projekt mit Indien fortgeführt. Also nicht am Mittwoch, sondern am Freitag, weil eben ziemlich viel los ist. Am Mittwoch geht dann übrigens der Minecraft-Server vermutlich online. Und dann bleibt am Donnerstag noch ein bisschen Zeit und muss überlegen, vielleicht mache ich da auch nochmal einen Livestream, weil ich ja, wie erwähnt, extra Urlaub genommen habe und deswegen eigentlich vorab, jeden Tag durchaus produktiv zu sein. Die produktivste Sache, die ich mache, kann ich eigentlich Livestream. Das werden wir uns nämlich später noch
anschauen im Statistik Saturday. Genau, also da kommt einiges auf euch zu. Ich freue mich drauf. Ich habe in letzter Zeit richtig Lust zu streamen und ich hoffe einfach nur, die Medikamente, die ich nehme, machen mich nicht ganz so verplant. Weil das könnte dann bei dem einen oder anderen Spiel durchaus verwirrend werden. Aber gut, würde ich sagen, schauen wir uns mal die YouTube-Statistiken der letzten Wochen an. Die YouTube-Statistiken, sie sind nach wie vor nicht so gut. Aber sie werden besser. Wir haben nur 26 Abonnenten in den letzten 28 Tagen bekommen. Das ist durchaus nicht viel. Und YouTube ist da auch immer sehr vorwurfsvoll. Dann heißt es immer gleich, ja, hier, da ist weniger Aufrufe, ist sonst gut. Es wird auch erklärt, warum. Und wenn wir uns das mal anschauen, dann sehen wir, dass unsere Videos seltener aufgerufen werden, wenn sie in den Empfehlungen waren. Das ist natürlich nicht gut. Dieser Wert sollte nicht sinken. Auch wenn wir generell weniger Aufrufe haben, sollte eigentlich das Interesse der Videos nicht abnehmen. Das ist nämlich schlecht. Es würde uns auch nichts bringen, wenn wir jetzt mehr Aufrufe hätten und dieser Wert sinkt, weil das heißt, wie hoch ist die Quote der Leute, die einfach auf das Video klicken, wenn es ihnen angezeigt wird. Das ist natürlich tragisch, wenn das sinkt. Und ansonsten haben sich Abonnenten meine Inhalte 32% weniger angesehen als sonst, also wenn ein Video im Abo-Feed war. Das heißt, es kamen wohl Videos raus, die die Leute, die uns abonniert haben, nicht wirklich interessiert haben. Das ist natürlich auch nicht gut. Und genau, ansonsten über die Suche werden wir 22% weniger gefunden. Müssen wir mal analysieren, woran es liegt. Ich denke mal, es kam halt kein HOI, es kam generell weniger Videos insgesamt, wobei das ja die Werte nicht erklärt. Wenn wir weniger Videos hätten, aber die Werte wären gleich geblieben, wäre es ja gar nicht so schlimm gewesen. Aber müssen wir mal schauen. Ich versuche das jetzt mit HOI, CK3 und so weiter alles wieder in den Griff zu bekommen. Das erklärt natürlich auch, dass die Werte hier wesentlich niedriger sind als sonst. Gerade mal 42.000 Aufrufe, das ist eigentlich wenig. Das war vor 5 Jahren mal normal, aber jetzt ist wenig. Wiedergabezeit ist gesunken, das hängt aber meistens mit Livestreams zusammen, was ja tragisch ist, natürlich die Abonnenten. Da hoffen wir allerdings wirklich sehr, dass durch Crusader Kings, Iron Harvest und so weiter neue Leute auf den Kanal aufmerksam werden, damit wir irgendwann mal vielleicht doch noch die 10.000 Abonnenten schaffen. Langsam aber sicher, ich habe mal gesagt, wir schaffen es im April, dann habe ich gesagt, wir schaffen es im August und langsam aber sicher glaube ich nicht mehr dran, dass wir es dieses Jahr schaffen. Aber gut, wenn wir uns die Statistiken der letzten 7 Tage anschauen, dann sehen wir, das ist weitaus besser. Wir haben mehr als doppelt so viele Abonnenten pro Tag dazu bekommen und das, obwohl wir da auch einen schlechten Tag haben. Wir haben ein bisschen mehr Aufrufe pro Tag als die letzten Tage, also 2000 ist immer so das Ziel und das haben wir hier an vielen Tagen eigentlich ganz gut erreicht. Die Wiedergabezeit ist dementsprechend auch in Ordnung. Also der Kanal erholt sich statistisch und nächste Woche kommt eher eben so viel, dass wir hoffen, dass es da dann wieder normal wird und wir wieder so wachsen, wie wir es auch zu Beginn des Jahres getan haben. Und dann werden wir hoffentlich auch in naher Zukunft die 10.000 Abonnenten erreichen. Aber wenn wir schon über das Thema Abonnenten reden, habe ich mir gedacht, wir könnten uns ja mal anschauen, was YouTube so für ja, Such- bzw. für Statistiken anbietet, mit denen man untersuchen kann, woher eigentlich die Abonnenten kommen. Es war tatsächlich nicht so viel, wie ich gehofft habe, aber gut, schauen wir es uns mal an. Wir untersuchen jetzt nämlich die Abo-Quellen etwas genauer, und zwar in den letzten 90 Tagen, weil solche Statistiken meistens über längeren Zeitraum etwas sinnvoller sind. Und da sehen wir, dass wir nicht unbedingt keine Abonnenten dazu bekommen haben, wir haben nur verdammt viel verloren. Also in 90 Tagen 500 Abonnenten dazu bekommen, ist ordentlich, aber wenn wir halt 300 verlieren, dann bleiben nur 217 übrig. Und wenn wir das jetzt auf die letzten 28 Tage umwälzen, da ist noch viel, viel krasser. Da haben wir auch 97 Abonnenten verloren, was ja absolut okay wäre, aber wir haben beziehungsweise 97 gewonnen und 71 verloren, was diesen katastrophal schlechten Wert gibt. Und wenn wir uns da mal anschauen, wo würden wir denn erstmal deabonniert? Selten über die YouTube-Suche und so weiter, ist natürlich klar. Ich meine, wer sucht die LP-Wege, um sie dann zu deabonnieren? Das machen wahrscheinlich die wenigsten. Hier auf meinen YouTube-Kanal, also die Leute sind wirklich auf den Kanal gegangen, so die meisten Leute auf den Kanal und haben ihn deabonniert. Das ist natürlich tragisch. Und dann sind noch viele während einem Video, also haben ein Video angeguckt und haben es dann deabonniert. Viele meiner Real-Life- und Politik-Videos haben den Effekt, dass wir da durchaus ein paar Abonnenten verlieren. Kann also sein, dass das durchaus einen Effekt hat. Dann seht ihr ja, die Werte hier dürften im Regelfall nicht ansatzweise 100% geben. Alles andere sind auch gern mal einfach Leute, deren Kanal gelöscht wird aufgrund von Inaktivität und so weiter und so fort. Das ist dann diese typische YouTube-Bereinigung. Aber ja, wir haben auf jeden Fall
viel verloren. Da müssen wir mal uns genauer anschauen, welche Videos da dazu geführt haben. Aber ja, wir haben natürlich auch welche gewonnen, und zwar über den YouTube-Kanal, da kann man leider nichts nachverfolgen. Über ein Abo-Feed ist natürlich auch interessant, wie man da Abonnenten gewinnen will. Das macht natürlich auch wenig Sinn. Es gibt die YouTube-Wiedergabeseite, wenn wir da mal auf die letzten 90 Tage gehen. Wir haben tatsächlich in Livestreams eigentlich immer nur Abonnenten gewonnen. Was ich daraus jetzt lese, ist, dass ich wahrscheinlich mit Livestreams die besten Chancen habe, das Abo-Wachstum zu steigern. Und deswegen wird in naher Zukunft eben auch mehr gestreamt. Und eben ein bisschen drauf geachtet. YouTube ist da ein bisschen komisch, ob wir vielleicht irgendwie ein Muster denken, warum wir aktuell so unfassbar viele Abonnenten verlieren. Klar, man hat immer einen gewissen Verlust, aber aktuell ist er so hoch, dass er quasi den gesamten Gewinn auffrisst. Das ist natürlich dann ein bisschen viel. Aber mal schauen, da müssen wir jetzt auch ein bisschen gegenwirken und einfach gucken, wenn gewisse Dinge nicht mehr geschaut werden, also wenn aus irgendwelchen Gründen meine Rouge-Videos nur dazu führen, dass mich Leute deabonnieren, weil niemand hat mehr Bock auf Rouge, das ist nicht der Fall, aber wenn es so wäre, müsste man sich halt überlegen, ob man jetzt anstatt Rouge vielleicht auf was anderes umsteigt. Aber gut, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie die Statistik nächste Woche aussieht, weil neue Spiele können entweder dazu führen, dass man 100-200 neue Abonnenten bekommt, oder es passiert halt gar nichts und die Videos kriegen kaum Aufrufe, weil sie unbekannt sind. Das ist immer so die Frage. Aber gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu den neuen Discord-Statistiken. Da werdet ihr sehen, Discord hat nämlich ein neues Tool rausgebracht und die ganzen Statistiken kommen eben von Discord selbst, was es auf jeden Fall sehr interessant macht. Das neue Tool von Discord heißt Discord Insight bzw. Server-Einblicke, je nachdem, wo man nachschaut. Aber ja, hier seht ihr ein paar Statistiken, die wir zum Glück aber uns noch sehr viel detaillierter anschauen können. Problem ist nämlich, dass die Statistiken zum Teil ein bisschen hinterherhinken und nicht ganz vollständig sind. Aber dafür sind sie sehr, sehr viel tiefer und geben wirklich relevante Werte her. Vor allem interessant ist, dass nicht nur gezählt wird, wer ist zum Beispiel auf dem Discord, sondern dass auch Visitor, also Leute, die den Discord tatsächlich aktiv offen haben und ihn mal angeguckt haben, gezählt werden und so weiter und so fort. Also da gibt es auf jeden Fall Member, also Leute, die auf dem Discord sind, Visitor, die eben den Discord anschauen, und tatsächlich Communicator, also Leute, die auf dem Discord schreiben oder reden. Und dann haben wir hier noch den Anteil der neuen Mitglieder, das ist auch immer sehr interessant, die nach einer Woche noch da sind. Das geht aber auch noch ein bisschen detaillierter. Hier links seht ihr jetzt die richtige Statistik. Also da habt ihr auch diese Key Metrics mit New Communicators und so weiter. Da können wir wirklich auf Daily, Weekly, Monthly umstellen. Und mein TH ist mal wieder grandios. Und da sehen wir jetzt die letzten 7 Tage, auch immer im Vergleich zur Vorwoche, haben wir 29 neue Mitglieder. Das ist viel für 7 Tage auf jeden Fall. Und es sind nochmal 5 mehr als die Woche davor. Also wir sind letzte Woche schon ziemlich gut gewachsen und diese Woche nochmal besser. Und wir haben auch neue Communicator. Was gut ist, dass die Communicator stärker wachsen als die Neumitglieder. Das bedeutet, die Leute, die auf den Discord kamen, waren auch noch überproportional, ja, kommunikativ und haben sich engagiert. Und dieser Wert ist wirklich grandios. Er ist auch 11% besser als letzte Woche. 42%, wie erwähnt, der Leute, die auf den Server kommen, sind eine Woche später immer noch da. Und das ist wirklich gut, weil die meisten Leute gehen auf den Discord und machen dann gar nichts mehr. Und 42% ist wirklich ein ordentlicher Wert. Wir werden auch gleich sehen. Mit Hilfe des Tools ist auch möglich, einen gewissen Discord-Durchschnitts- und Benchmark ja, sich anzuschauen und dann zu schauen, wo die eigenen Werte liegen. Und da werden wir eben sehen, dass der LP-wige Discord nahezu überall sehr überdurchschnittlich ist. Aber gut, hier sehen wir erstmal, wie viele Leute joinen und über was, aber es ist meistens über Invite, weil wir ja diesen Invite-Link haben. Da sehen wir hier, dass es wirklich eine Zeit lang sehr bergab ging. Und da habe ich ja gesagt, okay, es geht jetzt echt bergab, wir müssen was machen. Und die letzten 2 Wochen habe ich was gemacht. Ich habe wirklich viel daran gelegt, neue Mitglieder zu gewinnen. Und es hat auch gut funktioniert, würde ich mal sagen. Jeweils über 30 neue Mitglieder in einer Woche, das ist, denke ich mal, ganz ordentlich. Das kann man sich dann auch hier anschauen, dass das Wachstum sehr stark wächst. Und hier sehen wir auch noch, wer den Server verlassen hat und auch noch, wie lange die Person auf dem Discord war. Und da sehen wir zum Beispiel hier, da haben wir von 11 Leuten, die den Discord verlassen haben, waren es 9 Leute, die eh noch nicht lang drauf waren. Wenn Leute gehen, die noch nicht lang drauf waren, ist das wirklich nicht schlimm. Leute gucken sich das an, finden es nicht gut und gehen, kann man nichts gegen machen. Schade ist natürlich, wenn Leute gehen, die schon länger dabei sind. Da hatten wir es jetzt vom 17. bis 24. August, dass eben 11 Leute gegangen sind, die schon länger da waren. Das ist natürlich tragisch, aber ich denke mal, da gab es ein paar Probleme, die eben dazu geführt haben, dass ein paar Leute den Server verlassen haben. Aber gut, wenn die Leute mir sagen, woran es liegt, kann ich vielleicht dran arbeiten. Ansonsten kann ich aber sagen, dass das Wachstum aktuell einfach viel, viel höher ist als die Anzahl der Leute, die gegangen sind. Und solange das der Fall ist, ist, denke ich mal, nicht so schlimm. Gut, hier sehen wir eine Statistik, die eigentlich sagt, wie gut Alina ihren Job macht.
Also für alle, die es nicht wissen, Alina, meine Freundin, ist Community Manager auf dem Discord. Und sie soll eigentlich die Leute, die neu auf den Discord kommen, so ein bisschen in die Familie einführen. Also sie soll mit den Leuten, wenn sie zum ersten Mal im Talk sind, reden und ihnen helfen, wenn sie Probleme haben. Und auch suchen, da eine Kommunikation zwischen den Leuten aufzubauen. Und da ist natürlich die Statistik hier hochgradig interessant. Also sehen wir jetzt einen Benchmark, also einen Durchschnittswert, so den andere Discords haben. Und da haben wir jetzt hier Voice-Chat und beziehungsweise insgesamt Voice oder Text und visited more than 3 Channel. Das bedeutet, dass sie quasi, ja, sind nicht nur auf den Discord gekommen und fertig, sondern haben wirklich 3 oder mehr Channel dann auch genutzt. Und da sehen wir, dass unsere Rate sehr, sehr hoch ist. Grau hinterlegt seht ihr die neuen Mitglieder und dann seht ihr hier den statistischen Wert, der Durchschnitt liegt bei 30. Und jetzt gerade hier in der letzten Woche haben einfach mal 63% der Leute, also quasi 2/3 fast, die auf den Discord kamen, sich erstmal umgeschaut, haben mehrere Channel durchgelesen. Das ist ein sehr guter Wert. Und über 50% haben sogar interagiert. Okay, die meisten interagieren in der Hinsicht, dass sie sich halt in einer Vorstellungsrunde vorstellen. Viele schreiben da nicht mehr, finde ich schade. Aber diese Vorstellungsrunde ist wirklich dafür da, dass die Leute einmal was geschrieben haben. Weil wenn man einmal was geschrieben hat, ist leichter, nochmal was zu schreiben. Und damit soll eben so ein bisschen das Eis gebrochen werden. Funktioniert noch nicht ganz optimal. Da würde ich mir von vielen, auch von euch jetzt wünschen, wenn neue Leute auf den Discord kommen und ihr seht, hey, die haben das und das Hobby, das habe ich auch, oder die interessieren sich für das Spiel, das ich auch gut finde oder sonst was, könnt ihr sie ja mal anpingen und sagen, hey, cool, dass du hier auf dem Discord bist, können wir mal über XY reden. Also würde mich freuen, wenn wir da ein bisschen mehr als Community zusammenarbeiten und einfach diesen Wert so hoch es geht pushen. Also, dass wir wirklich jeden willkommen heißen und da Interaktion eben fördern. Da sehen wir nämlich jetzt auch nochmal einen sehr relevanten Wert, und zwar, wie viele Leute kommen zurück. Und surprise, der Benchmark liegt bei 20%. Also die meisten Leute gehen auf den Discord und ignorieren ihn dann. Das ist bei uns nicht der Fall. Bei uns sind tatsächlich jetzt, das wird auch immer mehr, wahrscheinlich auch, weil wir jetzt wieder mehr schreiben, aber weil, ich sag mal, gut 40% der Leute kommen nach einer Woche wieder. Das ist wirklich in Ordnung, vor allem wenn man bedenkt, dass hier so 50-60% aktiv sind und quasi eine Woche später sind es immer noch 40%, also 2/3 der Leute, die am Anfang was geschrieben haben, sind nach einer Woche noch da. Klar, da geht natürlich mehr, aber ich bin wirklich zufrieden. Wir schlagen den Benchmark ums Doppelte. Das ist, denke ich mal, absolut ausreichend. Und es zeigt mir, dass wir unseren Job offensichtlich gar nicht so schlecht machen. Hier haben wir jetzt noch ein paar Werte, und zwar wie viele Mitglieder insgesamt kommunizieren. Da sehen wir hier, dass wir immer noch einen guten Wert haben, also von den Visitor meine ich zu behaupten, wie viele davon kommunizieren. Und zwar haben wir zum Beispiel hier 286 Visitor in der Woche gehabt. Das bedeutet, von den 600 Leuten, die auf dem Discord sind, schauen 286 regelmäßig vorbei und davon wiederum schreiben 41%. Da schlagen wir den Benchmark jetzt nicht so hoch, aber wir schlagen ihn immer noch sehr eindeutig. Das wäre natürlich auch schöner, wenn zum einen die Anzahl der Visitor ja proportional zur Anzahl der Neumitglieder wächst. Also klar, wir werden nie 100% erreichen, aber dass die Anzahl der Visitor nicht abnimmt, weil es gibt halt Discords, die haben 2000 Mitglieder, aber die haben wahrscheinlich einen Visitor-Wert von 100, weil es kein Mensch mehr interessiert. Und dass natürlich der Communicator-Wert über 40% bleibt. Angestrebt werden jetzt mal von meiner Seite 50%, da wäre ich glücklich. Aber ja, hier sehen wir Message Activity, da sehen wir, dass der Minecraft-Server eben abgeflacht ist. Und zwar sind das die Nachrichten pro Person im Durchschnitt. Da muss man aber auch sagen, dass wir den Durchschnittswert aber ja mal sowas von geschlagen haben. Wir hatten halt mal kurz 122. Das haben wir durchaus auch Leuten zu verdanken, die halt Tausende von Nachrichten geschrieben haben. Aber ja, unser Wert ist nach wie vor unfassbar gut, schlägt den Durchschnittswert um ein Vielfaches, obwohl es jetzt wirklich abgenommen hat. Und ich wünsche mir, dass dieser Trend aufhört. Der soll wieder in die andere Richtung. Also ich bin mir ziemlich sicher, durch den Minecraft-Server wird das auch der Fall sein. Aber das ist natürlich nicht gut. Das hat mir nicht gefallen, was ich hier gesehen habe. Und hier sehen wir mal die gesprochenen Minuten jeweils in einer Woche. Da haben wir jetzt tatsächlich mal einen Vergleich. Und ja, die letzten Wochen ist abgeflacht, aber jetzt diese Woche war es dann wieder sehr, sehr gut. Und müssen wir schauen, wie es weitergeht. Dann haben wir hier noch eine kleine Statistik, in der es einfach darum geht, wie viele Leute den Server gemutet haben. Beziehungsweise den Server, ja, ihn gemutet haben und nicht ihn in Summe gemutet haben. Wahrscheinlich in Summe sind es ein paar hundert, aber es sind weniger Leute, als ich dachte. Und meistens sind es auch neue Mitglieder, also Leute, die kommen auf den Server, muten den sofort, weil sie es halt immer so machen. Das bedeutet für mich, dass meine Strategie, nicht mehr so oft at everyone oder at here zu benutzen, tatsächlich funktioniert. Ich hatte immer die Befürchtung, wenn ich das zu sehr spam,
dass dann die Leute abschalten. Und offensichtlich war es auch so und ist besser geworden. Also das ist für mich wichtig. Und hier noch eine Kleinigkeit, das ist, denke ich mal, für euch interessant. Wie viele Leute lesen eigentlich den Chat? Den Chat für alle lesen tatsächlich 258 Leute, also sind ziemlich viele. Ankündigungen 166, Mitspieler finden lesen sehr viele, das finde ich gut. Und willkommen, könnten auf jeden Fall ein paar mehr Leute noch lesen, aber ansonsten, ja, bin ich froh. So, die meisten Channel werden von über 100 Leuten gelesen, auch noch hier Richtung HOI und so weiter. Die haben noch viele Readers, das ist ganz ordentlich. Leider ist die Anzahl der Chatters zum Teil natürlich sehr gering, vor allem in Ankündigungen natürlich und bei Willkommen, aber nein, Chat für alle. Da können sich durchaus ein paar mehr Leute engagieren, wobei 67 Leute, die aktiv schreiben, ist durchaus schon eigentlich ein ganz guter Wert für einen einzigen Channel auf einem Discord. Aber das könnte natürlich gerne noch weitaus besser sein. Ich gehe da jetzt einfach mal durch. So, falls ihr in einem Channel regelmäßig schreibt, dass ihr mal seht, wie viele Menschen ihr einfach mit euren Nachrichten so erreicht. Und ich sehe gerade eben, dass tatsächlich auch ab und zu mal Leute in Upload-Channel reingucken. Das ist ja ordentlich. Sehen wir dann aber auch Abonnenten. Ja, manche Channel, da guckt kein Mensch rein. Readers. Team 2. Okay, Team 2 hat wohl nie in sein Team reingeguckt, weil ich habe da reingeguckt. Das bedeutet, es war umsonst. Naja, man lernt daraus. Man guckt die Statistiken ja nicht an und denkt sich, geil, ich habe ja alles so cool gemacht, sondern man muss ja auch mal sehen, dass man vielleicht etwas gemacht hat, was nicht so gut ankam. Und offensichtlich die Teams zu erstellen für die HOI-Runde war komplett useless. Das hätte ich mir in dem Fall wohl sparen können. Dann haben wir noch hier, welcher Voice-Channel wird von den Menschen am meisten benutzt? Der zweite Talk ist sehr beliebt. Das ist natürlich interessant. Heiko Schenke ist sehr beliebt mit vielen verschiedenen Leuten. Das ist auch gut. Aber ja, hier haben wir, warum auch immer es nicht sortiert ist, aber hier haben wir 73 natürlich in Frei für alle. 36 in Frei für alle 2. Also diese Frei für alle Channel werden viel benutzt. Das ist natürlich gut. Und Entschuldigung, aus Corona-Party. Aber da hocken immer nicht so viele Leute drin. Wobei die Anzahl der Leute, die aktiv ist, da ziemlich gut zu sein scheint. Schauen wir hier mal noch ein bisschen durch. Hier haben wir noch eine Statistik, die ist auch interessant. Und zwar, es geht einfach nur darum, wie viele Leute können wir eigentlich rauswerfen. Und da geht es eben darum, um Leute, die einfach 7 Tage lang gar nicht auf dem Discord waren. Der Wert ist jetzt natürlich hoch, wegen Urlaub und so weiter. Aber das ist, denke ich mal, bei 600, über 600 Mitgliedern durchaus in Ordnung, wenn 168 nicht aktiv sind. Das ist echt ein ordentlicher Wert. Ich dachte, die Hälfte des Discords, interessiert sich eigentlich für gar nichts. Oh ja. Hier haben wir noch Statistiken, die ich nicht zeigen dürfte, wenn der Discord weniger als 50 Mitglieder hätte, weil Privatsphäre und so weiter und so fort. 91% der Discord-User kommen aus Deutschland, 9% von woanders. Ich finde schön, dass Österreich unter was anderes zählt. 58% benutzen Discord am PC und am Handy, 28% nur am PC und 14% nur am Handy. Es sind erstaunlich viele, die es nur am Handy machen. Also ich benutze es ja überall. Das hier ist interessant, und zwar, wie lange sind die Leute Mitglied des Servers? Das ist in der Hinsicht interessant, weil es tatsächlich, im Moment, es gibt 6 Leute, die länger als ein Jahr Mitglied sind. Das liegt aber daran, weil ich den Discord mal erstellt habe und dann nichts mehr damit gemacht habe. Die Hälfte der Leute sind neu, aber es gibt auch noch viele Leute, beziehungsweise, ja, 1 bis 6 Monate, beziehungsweise, na doch, es sind viele Leute, die schon eine Weile da sind, aber es kommen auch noch neue dazu. Also ist ganz gut ausgeglichen, da bin ich mal gespannt. Nächstes Jahr im Januar wird es interessant, und zwar geht es dann darum, wie viele Leute wirklich seit Beginn, seitdem der Server wirklich live ist, noch da sind. Weil ich sage ja mal, YouTube beziehungsweise das Internet ist sehr stark im Wandel. Ein Jahr ist eine unfassbar lange Zeit. Die wenigsten Projekte halten ein Jahr. Ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie es mit dem Discord aussieht. Und das hier ist auch noch interessant. Wie viele Leute, ja, die auf den Discord gekommen sind, sind schon wie lange auf Discord insgesamt? Also da sehen wir, dass viele Leute schon länger da sind. Nur eine Person hat sich quasi extra für den Discord bei Discord registriert. Das kann man daraus, denke ich mal, ablesen. Die meisten Leute sind aber schon länger als einen Monat da. Also die meisten Leute, die auf den Discord kommen, sind wirklich Leute, die sich mit Discord auskennen. Und wir sorgen jetzt nicht unbedingt dafür, dass die Leute sich Discord noch runterladen. Aber das liegt wahrscheinlich daran, weil inzwischen jeder Discord hat. Und hier der Welcome-Screen, den kennt vielleicht nicht jeder von euch. Das ist, wenn man neu auf den Discord kommt, so eine tolle Anzeige. Da kann man dann verschiedene Channel anklicken. Und zwar in unserem Fall, stell dich vor, um alle Rechte zu bekommen, ein Vorstellungs-Channel, Regeln, Ränge und Infos. Und bei Fragen findest du hier Hilfe. Und da sehe ich, dass
zwei Drittel aller Leute ungefähr auf, stell dich hier vor, um alle Rechte zu bekommen, direkt draufgeklickt haben und sich dann vorgestellt haben. Seitdem wir das haben, ist tatsächlich auch so, dass die Leute sich eher vorstellen. Also das war auf jeden Fall ein voller Erfolg. Falls ihr Ideen habt, was man noch einfügen könnte, also das führt zur Vorstellungsrunde, das zur Ankündigungs-Channel und das hier eben zum Support, dann könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich überlege nämlich, ob ich den Support rausschmeiße. Partnerprogramm, was sind die Anforderungen? Wir brauchen 50 Communicator per Woche und 100 Visitor. Wir haben 4 mehr Visitor, doppelt so viele und auch doppelt so viele Communicator. Das bedeutet, wir erreichen das Partner-Minimum seit jeher. Also wir können uns partnern lassen und das werde ich auch tun. Und es dauert wohl eine Weile, aber das werde ich heute noch beantragen. Und dann schauen wir mal die nächsten Wochen, ja, wie es da weitergeht, beziehungsweise was wir denn alles für Vorteile davon haben. Aber gut, jetzt schauen wir mal noch die Statistiken der einzelnen Leute auf dem Discord an. Wir schauen uns jetzt nur ganz kurz die Statistiken vom Statbot an, weil wir sie ja schon so grob gesehen haben. Also der Memberflow verlief ganz gut. Jetzt ist schon mal ein bisschen abgeflacht gegen Ende. Aber da seht ihr, wir haben eigentlich 652 Mitglieder. Das ist auch tatsächlich die richtige Zahl. Der ja eigene Discord interne Service ist da ein bisschen hinterher. Ansonsten sehen wir die Messages, die sind geringer. Also normalerweise hatten wir so 1000 bis 2000. Da sind wir jetzt weit von entfernt. Aber der Minecraft-Server wird es hoffentlich richten. Aber es ist immer noch aktiv. Und der Voice-Channel sehen wir auch, dass wir da die letzten zwei Wochen mal einen Peak hatten. Das war ganz cool, auch mit Warfunder und so weiter. Was dann aber wieder abgeflacht ist. Ich denke aber generell, haben wir ja auch gesehen, dass die Werte ganz gut sind und wenn ich jetzt mehr Events auf dem Discord mache, dann werden die Werte natürlich auch wieder sehr viel besser. Aber gut, dann schauen wir uns mal die einzelnen Leute an. Schauen wir uns die Rangliste der Leute an, die am meisten geschrieben haben. Auf Platz 1 liegt Zero, mal wieder. Auf Platz 2 liegt Julian, auf Platz 3 Wüstfuchs, auf Platz 4 ich. Das seht ihr mal, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, bin ich auch aktiv. Auf Platz 5 Toxic, auf Platz 6 Scorch, auf Platz 7 Finday. Super Pauke war wieder aktiv, nachdem er letztes Mal ja nicht so aktiv war. Mr. No Name war aktiver und Line of the Boom war sehr aktiv, weil wir eben Warfunder gemacht haben und das macht Line of the Boom immer sehr glücklich. Gameboy war natürlich immer aktiv. Cassian hat mal relativ viel geschrieben, wahrscheinlich aber auch eher, weil viele, also weil die anderen weniger geschrieben haben. Es wurde viel im Politik-Chat geschrieben, das weiß ich, weil Mine ist auf Platz 13. Dann haben wir Alina, Maxi, Fireman, Niklas, Ernie waren auch noch hier, Space Dogs, der Siedler. Also ihr seht, ja, die Top 20 sind bekannte Gesichter größtenteils, aber anders durchmischt als normalerweise. Wir sehen auch, dass es jetzt niemanden gibt, wobei doch, es ist ein bisschen typisch, die Top 3 machen immer so ein Viertel aus. Aber da hatten wir auch schon Zeiten, wo es viel, viel schlimmer war. Wie bereits erwähnt, Diskussion um Politik auf Platz 1, Warfunder, sehr gut, bin sehr stolz auf euch übrigens. Auf Platz 2 und LOL-Organisation, EU4, YouTube-Kanal, Discord, sehr gut. Memes ist natürlich auch mal wichtig. Minecraft-Organisation wird erstaunlich viel geschrieben, damit das der Server aus ist. Stellaris, es gibt nämlich eine Stellaris-Runde, die auch vom Gameboy aufgenommen wird und dann auch hochgeladen wird. Link natürlich in der Beschreibung, außer ich vergesse es, erinnere mich bitte dran. Und dann noch Mitspieler finden und das Bauteam vom Minecraft-Server, genau. Wenn wir den Chat für alle rausrechnen, dann haben wir die meisten Nachrichten hier. Bin ich natürlich immer Freund von, dass viel in Diskussion geschrieben wird. Aber ja, das könnte natürlich wie immer ein bisschen ausgeglichener sein. Prinzipiell bin ich aber ja, in Anbetracht der Tatsache, dass es so wenig Nachrichten gab, an sich zufrieden. Schauen wir uns noch die Top 10 bei den ja, Sprachkanälen an. Da haben wir auf Platz 1 Gameboy, dann auf Platz 2 Fireman, auf Platz 3 Finday, auf Platz 4 Alina, auf Platz 5 Maxi, auf Platz 6 Versiedler, auf 7 Bounce Nils, der spielt ja auch aktuell immer CSGO noch abends mit. Dann haben wir Niklas auf Platz 8, Riju mal wieder auf Platz 9, Nazgul wieder auf Platz 10, der war ja im Urlaub und deswegen nicht so viel, nicht so aktiv und jetzt die letzten Tage war er dann wieder da. Dann Space Dog, Vision Fuchs, Line of the Boom, Toxic, Wood Zombie hoffe ich, Sadi, ah, Parsival wahrscheinlich, Scorch, ich, Angelina, ein Kommilitone von mir, Lukas, Cassien, Blacklight, Baron, der auch neu ist und aktiv in letzter Zeit, aber da wundert es mich, dass er so weit unten ist, eigentlich gefühlt ist er immer auf dem Discord, aber gut, Ruben, Mrs. No Name, AK Killer, Ananas, echt kompetent, Selina tatsächlich, die Schwester von Alina, Konstantin ist dann auch der Maxi. Also ist manchmal auch interessant, wenn man ein bisschen weiter runter scrollt, wer dann noch so alles kommt. Wer schon eigentlich auf dem letzten Platz? Ah, es geht nur bis 50, schade. Hier seht ihr das ein bisschen ausgeglichen. Also es sind wesentlich mehr Leute auf dem Talk aktiv, wie ja, das geschrieben wird. Das ist ja so ein Trend, den haben wir schon seit ein paar Wochen, den ich prinzipiell in Ordnung finde. Ich rede auch gerne lieber mit den Leuten, vor allem jetzt aktuell.
Wie immer, in Frei für alle wird am meisten geschrieben, League of Legends war aktiv, War Thunder war aktiv. Sehr gut, dass die beiden noch aktiv sind. Meine Schenke wurde viel genutzt, das freut mich natürlich auch immer. Über Paradox wurde ein bisschen geredet, CSGO wurde gespielt. Frei für alle dominiert natürlich komplett, aber man muss auch wirklich mal anmerken, dass League of Legends und War Thunder zusammen da quasi fast ein Viertel ausmachen. Das ist natürlich beachtlich, da bin ich sehr stolz drauf, da hat Super Poco wohl einen guten Job gemacht, wenn er damit überhaupt was zu tun hatte. Dann würde ich sagen, kommen wir abschließend noch zum Community-Update. Solltet ihr das Video schauen, bin ich wahrscheinlich gerade dabei, den Bot schon einzurichten. Wir haben uns nämlich dazu entschieden, einen Support-Bot auf den Discord zu holen, welcher das Strukturieren von Support-Anfragen für uns vereinfacht. Erster Schritt. Ihr klickt auf den Bot, rechts in der Leiste, und sendet ihm eine private Nachricht. In dieser Nachricht steht euer Grund, euer Problem schon drin. Daraufhin fragt euch der Bot, ob ihr an den dick markierten Server diese Nachricht senden wollt. Wenn es der LPWG-Server ist, klickt ihr einfach auf den grünen Button. Wenn es ein anderer Server ist, müsst ihr auf den mittleren Button drücken. Dann öffnet sich für uns, nur Administratoren ersichtlich, ein neuer Text-Channel, in welchem wir mit euch über den Bot hinweg in Kontakt treten können. Sollten wir das Problem für behoben ansehen, werden wir den Kanal schließen. Ihr bekommt dann noch eine Nachricht, dass der Kanal von uns Administratoren geschlossen wurde und der Channel löscht sich wieder. So, kommen wir abschließend zum Community-Update. Es gibt ein paar Beförderungen, es wurde ein bisschen was auf dem Discord geändert. Wir haben Paradox zusammengelegt, also es gibt kein einzelnes HOI mehr und kein einzelnes EU4, sondern wirklich hier die jeweiligen Channel für die jeweiligen Spiele. Crusader Kings 3 gibt es aktuell und jeder, der eine der Paradox-Spielrollen hat, sieht automatisch den Crusader Kings Channel. Da haben wir auch den Announcement-Bot von Paradox mit drin. Sobald mein Embargo dann aufgehoben ist und ich tatsächlich über das Spiel reden kann, wird der Chat natürlich benutzt, um Fragen zu beantworten, um über das Spiel zu diskutieren und so weiter. Also da lohnt es sich auf jeden Fall, auf den Discord zu kommen, sich das anzuschauen. Ansonsten gibt es natürlich den E-Sports-Bereich und was jetzt für mich relevant war, ist Test, war auf jeden Fall das HOI-Event. So haben wir es nämlich auch bei War Thunder schon gemacht, dass ich hier quasi mal Kategorien erstelle für spezielle Events und dann eben das Ganze wieder lösche, wenn das Event vorbei ist. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert, so spammen wir nicht alles voll und man hat hier drin halt wirklich nur die Leute, die man auch unbedingt braucht. Und wenn man da mal ein Add Everyone oder so macht, dann ist das nicht so schlimm. Dann gab es noch ein paar Änderungen beim E-Sports-Team. Sie heißen nun Aphelion, also es wurde auch geändert. Es war quasi, heißt jetzt Aphelion ESL-Team, nicht mehr LPWG ESL-Team. Das war so die Vorschläge. Es steht für Abteilung für E-Sports der LPWG in allen Nischen. Wer daran teilnehmen möchte, kann gerne auf den Discord kommen und muss dann einfach nur sagen, hey, ich würde gerne das ESL-Team. Und dann kümmert sich einer der Admins oder auch der ESL-Teamleiter darum, dass ihr die dementsprechende Rolle bekommt. Und dann seht ihr da auch alles. Es gibt inzwischen auch ein Archiv. Da ist zum Beispiel auch, sind die Roleplay-Ankündigungen noch drin vom EU4-Event, die seht ihr nicht, ich sehe die aber und wenn ihr irgendwas wissen wollt, kann ich es da nochmal nachschauen. Genau, und dann gibt es noch ein paar Beförderungen, beziehungsweise ich wollte an der Stelle nochmal Danke sagen für alle, die es hier mitbekommen haben. Wir hatten ein War Thunder-Event, aus dem auch ein paar Videos entstanden sind, die kamen jetzt leider nicht so gut an, außer auf jeden Fall ein Riesenaufwand, die zu organisieren, also dann nochmal Danke an alle, die mitgeholfen haben. Hat auf jeden Fall richtig, richtig Spaß gemacht und auch wenn die Aufrufe jetzt nicht so krass waren, können wir sowas auf jeden Fall mal wieder machen, wobei ich jetzt immer einstellen werde, dass man beim Luftkampf nicht den Namen der Leute sieht. Es war wirklich kein Spaß, wenn man kontinuierlich 5 Flieger hinten dran hängen hat. Aber gut, dann gibt es jetzt noch abschließend ein paar Beförderungen, da muss ich mal kurz auf meine Liste spicken. Einmal wird Super Pauko zum Community-Member befördert. Er hat schon in der Beförderung geschrieben, dass eigentlich kein Weg dran vorbeiführt, dass er LPWG-Member wird. Mal schauen. VIP wäre schon drin. Alles Weitere. Er ist ja eher bei Yannick aktiv. Mal sehen, was Yannick dazu sagt. Wenn er das Go gibt, dann schon. Aber er darf jetzt erstmal sich Stück für Stück durchbefördern. Alle 2 Wochen einen Rang Super Pauko, dann wird das was. Auf jeden Fall wurde jetzt zum Community-Member befördert. Da herzlichen Glückwunsch. Und Otto von Bismarck, den ich auch kenne, der öfters mal aktiv ist. Also, weiß nicht, ob ich schon mal mit ihm geredet habe, ich glaube nicht. Aber ich sehe zumindest seine Nachrichten, ich bemerke, er ist da. Hat sich zum Community-Member beworben, sogar schon 2-mal. Und meinte, dass er da schon
ja, seit einem Jahr auf dem Kanal aktiv ist und auch gerne mal mit Leuten auf dem Discord was macht und da Freunde gefunden hat, dann bekommt man natürlich die Community-Member-Rolle. Also da auch herzlichen Glückwunsch zur Beförderung. Ansonsten stehen noch ein paar Beförderungen von Leuten aus, die temporär gebannt wurden. Da muss man dann natürlich gucken, wie man es macht. Am besten bewerben sich die Leute, sobald sie entbannt sind, von vorne. Gut, dann war das jetzt ein sehr langes Infovideo, aber es gab auch viele Statistiken und vieles Interessante anzukündigen. Ich war 2 Wochen nicht da. Ich hoffe, die Länge geht klar. Für die meisten Leute nicht. Für die meisten Leute, die interessieren sich nur dafür, auf welchem Platz sie auf der Rangliste sind. Das ist mir bewusst. Aber ich wollte euch das alles mal zeigen. Ich wollte euch auch damit immer wieder zeigen, wie arbeiten YouTuber, wenn ihr es ernst meint. Wie analysiert man das ganze Zeug? Warum mache ich das alles so, wie ich es eben mache? Und deswegen, ja, ist, denke ich mal, in Ordnung, wenn das Video ein bisschen länger geht. Nochmal vielen Dank an Gameboy fürs Schneiden und ich würde mich wirklich, wirklich freuen, wenn wir die nächsten Wochen sehr aktiv sind, wenn viele Leute zu den Livestreams kommen, wenn ihr zu mir in den Livestream reinkommt, da mit mir redet, mit mir schreibt, mich da einfach unterstützt und wir da jetzt eine geile Zeit haben, die nächsten Tage und Wochen und mal wieder, ich zumindest mal wieder richtig durchzocken kann. Das habe ich nämlich schon lange nicht mehr gemacht. Und ich freue mich natürlich auf den Minecraft-Server. Dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns die nächsten Tage oft genug. Also bis dahin. Ciao, Leute.